So, hallo, wir machen weiter. Beim Super Mario Maker 2, eigentlich wollte ich ja jetzt Zelda aufnehmen, aber es gibt einen neuen Ninja Speedrun, den müssen wir uns natürlich angucken. Und wenn ich dann eh schon im Mario Maker bin, dann gehe ich auch schnell mal wieder meine Liste durch. Es ist immer so schlimm, wenn man eine Zeit lang nicht aufgenommen hat, wenn man so viel vorproduziert hat, dass man eine Zeit lang nicht aufnehmen muss, sich dann wieder aufzuraffen, aufzunehmen. Es ist furchtbar. Ich habe es jetzt wieder 2 Tage einfach schleifen lassen. Also gut, ich habe es nicht schleifen lassen, ich hatte schon andere Sachen auch zu tun. Aber es ist immer so schwierig, sich zu motivieren. Das gibt's eigentlich gar nicht. So, es ist was zum Spielen. Holy shit, es ist zu schwierig, sich zu motivieren zu spielen. Es ist unglaublich. Okay, jedenfalls haben wir den Ninja Speedrun. Den gehen wir jetzt an zum 35. Jubiläum automatisch. Diesen ganz besonderen Level haben wir uns einfallen lassen, um das 35. Jubiläum von Super Mario Bros. Zu feiern. Vergesst niemals die erste Regel von automatischen Leveln. Hä, das ist ein automatisch. Okay. Na, dann drücke ich einfach mal nix und wir gucken mal, was passiert. Ah ja. Ah ja. Ah, okay. Also Nintendo hat ein Level gebaut, das grundsätzlich automatisch funktioniert, aber man kommt natürlich schneller durch, wenn man es nicht automatisch fahren lässt. Aber jetzt, oh, okay, das ist cool. Okay, aber das abzulaufen wird ja, ach du Schande. Da sind ja so viele Hindernisse, die, gibt's da denn eigentlich eine gute Route oder ist es so wirklich, versuch dein Glück. Yo. Okay. Wird das alles noch genutzt, was wir da sehen? Werden jetzt alle von den Brückenteilen noch genutzt? Nein, okay, jetzt sind wir am Ende. Okay. Wow. Das ist interessant. Okay. Aber zumindest kann man schon mal nicht schlechter als 56 sein. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Oi. Ich wollte gerade sagen. Statistik! Perfekt! Das ist ein. Oh mein Gott, das ist ein. Das muss ich für den Unterricht screenshotten. Das ist ein so gutes Beispiel. Normalerweise, wenn man jetzt die Statistik hat, sieht man ja ziemlich gut, was das häufigste ist und was das geringste ist. Und dadurch, dass wir jetzt aber einen Ausreißer haben, nämlich genau diese Zeit, 56359, dadurch, dass wir so einen Ausreißer haben, ist die Y-Achse dermaßen groß, dass die eigentlichen Häufigkeiten, die man sonst sieht, winzig wirken. So, das wirkt jetzt so, als ob kaum jemand sonst spielen würde, als ob kaum jemand die 30 Sekunden schafft. Aber es sind einfach, wie man es ja sieht, 40.994. Platz, die hier sozusagen jetzt sich hier stapeln regelrecht. Die stapeln sich hier. Und dadurch wird natürlich die Skala enorm hochgedrückt und das andere wirkt dann ganz klein. Oh mein Gott, ist das großartig. Okay. Sehr schönes Beispiel für Statistik. Hervorragend. Wie nämlich, okay. Da ist eine Ranke. Hier oben waren wir gar nicht im Automatik, oder? Hier waren wir gar nicht. Das ist auch einfach mal da. Ja, gut. Da ist ein Stern drin. Oh mein Gott, mit Stern hier durch ist natürlich Baba. Au. Okay. Also mit Stern hier durch ist doch, muss doch perfekt laufen. Okay, wir gehen direkt zum Stern. Na. So, und jetzt mal eine Sternroute aussuchen. Oh, ich sehe was. Oh mein Gott, ich sehe was. Okay, das dürfte gut. Oh mein Gott, das läuft gut. Aber ich sehe was Besseres. Okay, hier ist dann so ein Ding. Kann ich damit? Ja. Ja, aber das kann ich mit dem Koopa auch aufmachen hier unten. Das kann ich mit dem Koopa drehen. Oh mein Gott. Dann sind hier die Dinger. Und hier kam jetzt das Ziel, ne?
Ah, shit. Okay, aber das wäre jetzt um die 40 Sekunden gewesen. Das ist schon ein bisschen besser. Okay, also Stern. Und ich habe da was gesehen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, ich komme da hoch. Sehr gut. Und dann kann ich hier nämlich... Nein! Genau in die Lücke durch den Notenblock. Willst du mich veralbern? Okay. Okay. Also, wir gehen nicht über den Noten... Ich habe wieder genau die Lücke getroffen durch den Sprung. Das gibt's doch nicht. Okay, vielleicht sollte ich nicht die ganze Zeit neu starten und erstmal rumprobieren und Routen angucken. Vielleicht ist ja die Sternroute auch nicht die beste. So, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wir werden mal gucken. Wir müssen erstmal gucken, auf was für Zeiten ich komme, wenn ich jetzt mal eine richtige Route gelaufen habe. Okay, also normalerweise würde ich da oben lang laufen, ne? So, versteht ihr. Dann ist mir jetzt hier unten. Und jetzt meine ich, kann man nicht hier über diesen Koopa... Über diesen Koopa... Wieso schießt... Oh, der Pilz ist da rein! Oh mein Gott! Ich will aber gerne... Oh. Über den Koopa kann ich das da unten aufmachen. Das müsste funktionieren. So, jetzt will ich aber trotzdem... So. Dass ich immer eine Lücke erwische. Es gibt, es sind so wenig Lücken und ich erwische sie. Wie so ein Glücksspiel, was ich gar nicht gewinnen will. Okay, so, jetzt aber. Also der darf nicht in das Ding da rein, sonst haben wir da Ärger. So, genau. Perfekt. Und jetzt kann ich hier doch einfach durchzünden. Oh, jetzt bin ich ja sogar groß. Jetzt wäre... gewesen. Jetzt wäre ja ein Treffer hier bei den Dingern... Ja, genau. Jetzt wäre ein Treffer hier bei den Dingern völlig egal. Okay. Okay, 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 okay. Let's go. Also nochmal Stern. Alter. Was ist das für ein Level? Was ist das für ein Level? Yikes. Okay, let's go. So, jetzt aber. Ah, dann bleibe ich da so ein bisschen hängen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ist okay. Nein, 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 nein. Das ist jetzt nicht so gut. Also das muss schneller gehen. So, aber dann kann ich hier oben rum. Kann hier den Hit nehmen. Dann kommt da ein Goomba. Okay. Machen wir mal ohne Stern. Mann. Man stirbt ja überall. So, was ist, wenn ich hier unten einfach lang laufe? Okay, dann komme ich hier raus. Also hier oben rum muss ich auf jeden Fall. Also da führt kein Weg dran vorbei. Aber das ist mit Stern... Okay, jetzt hatte ich 13 Sekunden bei dem Swamp. Wann bin ich mit dem Stern bei dem Swamp? Wann bin ich mit dem Stern bei dem Swamp? Auch in etwa mit ein bisschen später sogar. Also der Sternweg ist... Beim Sternweg verliert man Zeit. Na ja, auch nicht schon wieder. Okay, aber ich habe den gleich erwischt, dann ist das alles egal. Oh, da waren... Das sind Wolken. Das sehe ich jetzt erst. So, können wir jetzt... Endlich mal in ein Ziel gehen. Nein, können wir nicht. Wir können leider nicht in ein Ziel gehen. So, aber dann ist, wie gesagt, oh, ich sehe einen Alternativweg. Nein! Ah! Oh, nee! Ich habe einen Alternativweg gesehen. Ich muss mal was ausprobieren. Guck mal, hier ist ja auch so ein Koopa. Aber an den komme ich nicht ran, ne? Ja, F. Was ist hier in den Blöcken drin? Eine Münze. Oh! P-Switch!
Das P-Switch! Das verändert ja alles. Also fast. Da ist ein P-Switch drin. Dann kann ich doch hier durch. Okay, nee, der Weg da unten ist auch blöde. Warte, was? Oh, ich kann aber... Oh, mein Gott. Ich weiß, warum das 35 heißt. Man stirbt 35 Mal innerhalb von einer Sekunde. So. Oh, Mann! Nein, es heißt natürlich 35, wie in den 35 Jahren. Mario? Oh, jetzt dreh doch nicht um, du Pflaume! Ich hasse dich. So, aber ich kann doch mit dem das hier drücken. Wer hat das jetzt wieder... Wie ist das jetzt wieder zurückge... Was? Ich wollte das lassen, dann sind nämlich die Fließbänder oben richtig rum. So. Und jetzt kann ich doch hier... Jetzt sind da die Dinger unten. Oh, und hier hinten wäre es jetzt sowieso verkehrt. Ah, ich... Nee, ich gette gar nichts. Okay, das ist da. Nee, also den P-Switch... den Dings drücken nützt überhaupt nichts. Ich wette, der schnellste Weg ist halt einfach... Oha, ich lebe noch. Der schnellste Weg wird dann einfach sein, nichts zu nehmen. Und einfach durchzu... Oh, aber hier ist halt dumm. Hier ist so... Oh nein, und dann kommt der Swamp. Ah. Also hier eine Route finden, ist ja eine Katastrophe. So, ich meine, das ist jetzt das Schnellste, so was ich hinkriege, weil ich über den... Ne, also selbst über den Stern... Ah, aber dann passiert halt sowas hier. Aber ich bin schneller als mit dem Stern. Also den Sternweg kann ich knicken. Weil bis man da oben ist, das kostet Zeit. Und es nützt am Ende nichts, wenn am Ende der gleiche Outcome ist. Aber ich muss hier oben rum. Ich habe keine andere Alternative. Da unten durch ist halt Mist. So. Okay, ich muss hier den Pilz nehmen. Sehr gut. Und dann hier den Koopa. Sehr gut. Ich nehme jetzt halt mal die Wolke mit. Fahren einfach ins Ziel. So, ist mir jetzt egal. Es kann nichts mehr schief gehen. Ja. Habt ihr gesehen, wie nichts mehr schief gegangen ist? Großartig. So, lass mich in Ruhe. Okay. Sehr schön. So, perfekt. Ah, nein! Ah! Komm her, Koopa. Ach Mann, du bist so eine blöde Nuss. Jetzt ist der da oben. Koopa, komm schon. Sei nicht so. Nein! Oh, hier ist auch ein P-Switch. Was macht der? Der... Also wenn man hier unten irgendwie... Naja, es ist... Es sind so viele Wege möglich. Also was mache ich denn? Ach! Jetzt kommt die Batterieleistung wieder. Na gut, dann muss ich, bevor ich Hyrule Warriors aufnehme, auf jeden Fall die Batterien aufladen. Man könnte ja fast spaßeshalber mal die Röhren da oben durchprobieren. Oh, jetzt! Meint ihr, Nintendo hat in den Röhren was versteckt? Könnte das sein?
Nintendo so, dass die sagen hier. Nein. 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 Jo, lass mich in Ruhe. Nein. 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 Ich will nicht sterben. Lass mich in Ruhe. Okay. Gehen wir wieder hoch. Welche hatten wir denn jetzt gerade noch? Schon. Glaube ich, hier geht's weiter noch. Okay, da ist auch nichts. Nein. Nein. Okay. Nein. Nein, okay. Was ist eigentlich? Es gibt so viele Wege. Was ist das für eine Röhrkern? An die kommt man eh nicht ran. Was ist in dem Block drin? Eine Münze, Mensch. In die Röhre könnte man rein. Ah! Oh, wait, man kommt in die Röhre. Theoretisch. Das wäre wild, wenn sie jetzt da was rein hätten. Nee, jetzt geht das... Ich hasse alles. Ich hasse alles. Wer switcht denn da die ganze... Ach, du switcht die ganze Zeit um. I see. Alter, lass mich in Ruhe. Da ist auch eine Röhre. Oben war auch eine Röhre. Aber die sah irgendwie anders. Okay. Oh, was ist, wenn ich... Ja! Das ist der Way to go. Ohne Stern, aber diesen Weg hier nehmen. Weil dann habe ich ja den Teil, den ich am Stern in der Zeit verschwende, dann ist der Teil ja weg. Ah, ich hasse alles. Ja, das ist mein Way to go. So, gleich von hier darüber. Dann bin ich deutlich schneller bei dem Swamp. Ah, allerdings zu langsam, um durch über die Lücken zu laufen, scheinbar. Oder was war das jetzt wieder für eine Aktion? Ja, aber das geht ganz gut. Ach so, ist... Ah, der Notenblock ist im Weg gewesen. Ich verstehe. Na gut, dann mach ich halt einen kleinen... Oh Mann! Mach ich halt einen kleinen Sprung. Das lässt sich ja verkraften. Man rennt überall rein, es ist furchtbar. Ja, das ist mit der Schnell... Mit der Schnellste, da waren wir jetzt auch bei 13 Sekunden bei dem Swamp. Also das ist in etwa wie wenn ich unten lang gehe, nur weniger stressig. Ich nehme alles zurück. Das ist furchtbar. Mann, ey. Ich komme nicht einmal ins Ziel. Außer ich fahre automatisch durch. Das kann doch nicht wahr sein. Mir ist mittlerweile schon meine Zeit völlig egal. Ich will nur einmal das ordentlich abschließen, ohne die automatische Zeit zu haben. Das gibt's doch nicht. Also eine bessere Zeit als die automatische natürlich, sollte ich ja noch dazu sagen. Das wäre schon dann noch ein Teil des Anspruchs. Ah, hüpf doch, du Viech. Ach, und dann hüpft er in die Lücke da wieder rein. Gott!
Was ist dieses Level? Wer hatte denn da so viel, weiß ich nicht, Traubenzucker geschnupft? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt ab in den Koopa. Auf den Koopa wollte ich sagen. So. Dann... Nein! Aber das geht. Dann da oben lang. Das könnte hinhauen. Ich will halt eine einigermaßen brauchbare Zeit. So, sie muss ja nicht perfekt sein. Aber ich hätte irgendwas gern in dem 30er-Bereich. Oh, das war jetzt richtig fix. Jetzt kein Quatsch machen. Jetzt kein Quatsch machen. Jetzt einfach diese Runde jetzt zu Ende bringen. Egal wie. Einfach diese Runde zu Ende bringen. Nein, 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 nein. Nicht hier halten. Nicht hier anhalten. Und jetzt kommen wieder die Kanonen. Lasst mich in Ruhe. Yes! Unter 30. Ist okay. Die nehme ich. Was ein furchtbares Level. Oh mein Gott. Wo sind wir da jetzt ungefähr? Ja, es geht besser, deutlich besser, aber das ist okay. Wir spielen es noch ein bisschen, aber das ist okay. Das ist vollkommen okay. Ah, die Ninjas gehen scheinbar auch den Weg hier. Das ist auch interessant. Wo bin ich denn jetzt hängen? Oh, hier vor? Na gut, aber das ist jetzt nicht. Das ist. Nee, das haut nicht jetzt. Oh nein, jetzt hat der wieder seinen Pilz. Meinen Pilz. Ah, das wollte ich gar nicht. Okay, ich will jetzt trotzdem mal die anderen Röhren noch untersuchen. War denn da? Ach so. Okay, ich kann nur damit untersuchen, weil mit den anderen Sachen geht ja wieder alles kaputt. Also da war noch eine... Yo, hier ist einfach ein Leben in der Luft. Ist okay. Das ist völlig normal. Ah, der macht erst so einen. Okay, und dann ist der da. Okay, da ist auch nichts. Wie das aufgebaut ist. Aber die orange Röhre sieht irgendwie verdächtig aus. Nee. Hä? Ist das jetzt einfach... Das ist einfach ein Sequel, oder? Das ist einfach ein... Ja, tschüss. Das ist einfach ein Sequel gerade gewesen, oder? Gibt es einen Weg unterirdisch bis da hoch? Gibt es wirklich... Moin. Gibt es wirklich eine Röhre, durch die man da hinkommt? Gibt es einen Alternativweg, einen komplett Alternativweg? Oder geht jetzt meine Fantasie mit mir durch, weil ich jetzt die Röhre gesehen habe. Also auf jeden Fall interessant, dass es da überhaupt so eine Röhre gibt. Nein, ich wollte durch die Dinger da oben durch, das ist nämlich viel schneller. Ja, scheiß drauf. Ich glaube, viel besser kriege ich die Zeit nicht hin. Und ich will jetzt auch nicht mehr Zeit verschwenden. Ich denke, wir haben genug von dem Level gesehen, ne? Also das ist... Einmal machen wir noch, aber das ist okay. Was ein Level, ey. Und vor allem hier mit dem P-Switch und dem Megapilz am Anfang. Und das nützt am Ende aber alles rein gar nichts. So, was soll mir der Megapilz denn hier bringen? Da bleibe ich ja nur noch mehr hängen als eh schon! Thank you.
Wahrscheinlich kann man hier wieder mit Mörder-Panga-Skills irgendwie einen ganz verrückten Weg ablaufen, der dann so perfekt funktioniert einfach, dass man jedes Stückchen komplett ausreizt. Aber, ich habe auf den Inchis geguckt. Aber das, ne? Müssen wir ja jetzt nicht übertreiben. Aber das Level ist schon cool gebaut. Ich glaube, ich bin am häufigsten an diesem Swamp gestorben, oder? Unfassbar. Okay. So ist es gut. Nee, jetzt ist er wieder da runter. Fauch. Fauch, Schrei, Wein. Nein, okay, das machen wir trotzdem jetzt weiter, ist mir jetzt egal. Wenn ich den kriege, ja, ist okay. Wenn ich den kriege, ja, ist okay. Ich will ja mal gucken, dass ich hier oben rum... Ja! Genau so dadurch. Das geht am allerschnellsten, glaube ich. Oh, dann kommt der scheiß Typ. Das wäre jetzt eine bessere Zeit geworden mit dem Goomba. Wenn der Goomba da nicht gewesen... Wenn ich den Goomba da irgendwie noch umgehen kann, wäre das eine bessere Zeit. Ja, genau. Lauf da rein. Es ist so unglaublich. So, genau, das ist der. So wollen wir fallen, dann wollen wir direkt den Pilz. Ah, wahrscheinlich wollen wir den Pilz nicht mitnehmen. Na doch, wir wollen den Pilz mitnehmen, weil wir damit ja hier durch müssen. Also, gut. Oh! Könnte ich so die Kanonen umgehen? Bin ich, da verliere ich zwar wahrscheinlich Zeit ein bisschen, aber könnte die Kanonen vielleicht umgehen? Fragezeichen. Jetzt läuft er wieder. Ja, okay. Okay. Ich bin auf Level beenden gekommen. Ich denke, das ist auch okay. Wir spoilern mal kurz, was hier an Leveln anstehen könnte. Okay, Frank. Sonne? Und das war's. Okay, wir springen das Level von Sonne. Wirklich, bald 4. Neues Level mit Mamas Hilfe. Okay, komm, das spielen wir gleich noch. Dann haben wir auch noch ein schönes Level drin gehabt. Also nicht, dass das 35er Level nicht schön war, ne? Aber ein Level mit mehr Erfolg. So, Hammer. Oh Gott, okay, achso, darauf kann ich ja stehen. Okay, also wir kriegen auf jeden Fall einen Hammer am Anfang. Dabei habe ich gar keinen Führerschein. So, ich weiß, das war ein blöder Witz, aber es musste sein. Hier kann ich wahrscheinlich... Achso, hier kriege ich dann eine Blume. Hier kann ich zur Blume wechseln, dann bräuchte ich mir den Hammer eigentlich gar nicht holen. Da ist das... Wait, wir haben eine Zielbedingung. Was haben wir für eine Zielbedingung? Besiege alle Koopa. Ah. Oh, hier will ich nicht rein. Hier will ich gar nicht rein. Ach, da, guck mal. Okay, Koopas Hammer. Wie komme ich jetzt ans Ziel? Hier unten kann man... Ah, hier kann man durch. Da ist... Switch. Ach ja, P-Switch, da oben war ja auch irgendwo eine, war da nicht eine P-Switch-Tür? Oh Hilfe, Tür. Ja, hier ist eine P-Switch-Tür. Kann ich da einfach so rein? Da kann ich doch gar nicht rein.
Oh, ich verstehe das Rätsel. Ah, ich verstehe das Rätsel. Und hier ist die P-Switch-Tür. Okay, ich habe das Level verstanden. Ich brauche den Hammer. Ich brauche den Hammer, um hier mir eine Box zu bauen. Muss ich dafür stehen? Ich muss dafür stehen. Und wenn ich die Box nämlich baue, dann kann ich über die Box in die Tür. Okay. Okay, I see, I see. Dann wollen wir nicht die Blume holen, das kostet nur Zeit. Sondern wir wollen mit dem Hammer die Koopas erledigen. Das ist auch okay. Dann, ah, ich habe den P-Switch vergessen. Nein. Okay, nochmal. Oh, ich habe da eine Idee. Okay, die Idee ist dumm. Und geht auch gar nicht. Ich habe trotzdem eine Idee. Wait for it. Wait for it. Müsste gehen. Ja, okay. Der nimmt den mit. Nein! 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 Okay, das... Oh, verdammt. Ah. Okay, wenn die Box ganz oben ist, kann man nicht mehr durch die Tür durch. Dann machen wir das als erstes. Ah Mann, das kostet alles Zeit. Ich will es ja nicht nur schaffen, ich will ja schnell sein. Da ist ein Block drunter! Ich dachte, ihr habt so ein Puzzle gebaut und dann ist da einfach ein Block drunter. Och Mann. Okay. Also dann doch die erste Taktik. Das ist ja unglaublich. Ah, es war die falsche Richtung. Nochmal. Okay. Nein, einfach nur den hier. So, Abflug. Nein.
Okay. Ist da einfach ein Block drunter, ey. Es ist unfassbar. Ich dachte, ich muss so schön mit Box und so. Dafür habe ich den Hammer-Suit hier bekommen. Nix war's. Viel zu kompliziert gedacht. Okay. Sehr schön. Dann gibt's nächstes Mal 3 Frank-Level. Oder 1. Je nachdem, wie lange wir für 1 brauchen. Ich habe Angst. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.